Hallo, in meinem heutigen Video werde ich einige Brautkleider anprobieren und mein Verlobter Jonas wird sie bewerten. Ich werde sie bewerten, ja. Wow. Und zwar habe ich Brautkleider von Wish bestellt. Und Leute, das sind eigentlich Kleider, die auf den Bildern unglaublich schön aussahen. Und die sind jetzt bei mir alle angekommen und ich bin ein bisschen skeptisch, deswegen schauen wir uns die einfach mal genauer an. Hinterlasst dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr diese Videoidee hier cool findet. Und Leute, ich weiß eigentlich, soll der Bräutigam die Braut nicht schon vorher in einem Brautkleid sehen? Aber das Ding ist, ich habe mich schon vorher in einem Video vor Jonas im Brautkleid gezeigt, deswegen der Zug ist schon abgefahren und ich ziehe jetzt die Brautkleider an. Ach ja, und falls euch schon meine Unterwäsche aufgefallen ist, ich trage eine weiße Badehose unter diesem Kleid hier. Denn bei allen anderen weißen Brautkleidern ist mir aufgefallen, dass der Stoff nicht so blickdicht aussah. Und ich wollte das einfach mal mit dieser weißen Badehose hier testen. Genau. Da, 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 da. Hallo, schöne Frau. Kleid Nummer 1. Also ich muss sagen, dass es angezogen wirklich tausendmal schöner aussieht, als es da in der Tüte aussah. Wirklich, das sah ganz schlimm aus. Ich dachte, was zur Hölle ist das denn? Ich blende euch hier auch mal das Originalbild ein. Wie gesagt, ich habe tatsächlich Kleider bestellt, die ich einfach wirklich schön fand von den Bildern her. Bei dem Kleid mag ich die Träger auch sehr gerne. Ich finde sie sehr fein und schön. Man merkt schon, dass das Kleid eher billig verarbeitet ist. Und was mir halt ganz, ganz besonders aufgefallen ist, ist Folgendes. Und zwar, mir ist das Kleid zu lang und das ist die allerkleinste Größe und Leute, ich bin echt groß, ich bin 1,74 und dann frage ich mich, also das, wenn das die kleinste Größe ist, ist das Kleid doch echt viel zu lang, oder? Weil ich meine, so sieht das aus, wenn ich es nicht hochhebe. Okay, wow, man kann wirklich unnormal die Badehose durchsehen und so sieht das jetzt wie gesagt von hinten aus. Ich kann mich hier auch sehr gerne einmal drehen und Jonas darf in Schulnoten bewerten. Die Schulnoten, alles klar. Ich würde dem Kleid eine 3- geben. Was? Ja. Echt? Findest du das schön? Ja? Also das, was da so runterfällt, sieht aus wie so eine Gardine bei meiner Omi. Oh. Es ist komplett durchsichtig. Nein. Doch. Ah ja. Ah ja. Ich sag doch, meine Badehose hatte einen Sinn, Leute. Ach übrigens, ich bin nicht schwanger. Ich habe nur gerade gut gegessen. Das wäre der nächste Punkt gewesen. Ich finde, es schmeichelt deiner Figur nicht wirklich. Also du siehst darin irgendwie schwanger aus. Ich bin nicht schwanger. Ja, stimmt. Stimmt, jetzt wo du sagst, ich sehe es auch. Aber das wäre ein ganz, ganz tolles Schwangerschaftskleid, weil das hier ganz viel... Das ist nicht mal eine 3 Minus, ich glaube, das ist eine 4. Wow. Das ist echt nicht schön. Okay, gut. Dann geht's weiter mit dem nächsten Kleid. Das gefällt mir schon besser. Das hier ist Kleid Nummer 2. Ich gehe nochmal ganz kurz nach hinten. Das sah auf den Bildern online wunderschön aus. Vielleicht kurz bevor du es bewertest, der Stoff juckt unnormal. Es ist unglaublich unangenehm, das hier zu tragen. Vor allem einfach hier. Also ganz, ganz schrecklich. Wie ihr seht, man sieht meine Badehose komplett durch. Und das Problem ist auch, bei dem Kleid würde es sich definitiv anbieten, das ohne einen BH zu tragen. Allerdings ist der Stoff hier vorne auch so dünn, dass man auch alles durchsehen würde. Also nicht nur Formen, sondern auch Farben. Also, schwierig. Ja, du darfst reden. Also mir gefällt es auf jeden Fall besser als das letzte Kleid, das kann ich mal sagen. Sieht jetzt überhaupt nicht mehr nach Oma-Gardine oder sowas aus, sondern so an sich vom Schnitt und so eigentlich echt schön. Man sieht halt wieder alles durch. Genau, sieht man immer alles durch, das ist doch nicht normal bei Hochzeitskleidern, oder? Nein, ja, das also liegt daran, weil das günstige Kleider sind. Keine Sorge. Weil beim Hochzeitskleid sieht immer nichts durch. Was denken die sich denn dabei? Okay, also rein vom Optischen her gibt es natürlich Abzüge, weil man alles durchsieht. Ansonsten wäre es schon so eine 2+. Da man alles durchsieht, dann halt nur so eine 2-. Okay. Tatsächlich, also so in dem ersten Kleid habe ich mich wohl gefühlt. Das hätte ich halt auch tragen können. In dem hier fühle ich mich halt null wohl, weil das halt kratzt wie sonst was. Und man sieht halt auch einfach mein BH. Und ich hätte aktuell keine Lösung im Kopf, wie man ihn nicht sieht. Klar, man kann auch ein Klebe-BH tragen, aber den würde man halt auch so krass durchsehen, dass es irgendwie auch affig aussieht. Also, ich finde es nicht so cool. Guten Tag. Das nächste Kleid. Da kommt Harry. Ich fühle mich ein bisschen klösterlich. Es ist wirklich sehr, sehr hochgeschlossen, wie ihr das hier sehen könnt. An sich von der Taille her, passt es schon einigermaßen. Man sieht hier auch wieder komplett die Unterhose durch. Also komplett. Also ich meine, krasser als das hier kann es ja eigentlich gar nicht mehr gehen. Von hinten ist das Kleid wirklich sehr unspektakulär.
Es ist wieder sehr, sehr lang. Also ich gehe die ganze Zeit auf meinem Kleid. So, und der Stoff fühlt sich so an, wie wenn man da einmal zu einem Feuerzeug drankommt, dass dann alles brennt. Wollen wir das abholen? Nein! Okay. Jonas hält Tavi gerade so süß. We are family. Das Kleid macht auch so Geräusche, ne? Ja. So ein Bettbezug. Ein Bett, ja! Ja, okay, danke. Brautkleid ASMR. Ja, jetzt soll ich dazu eine Note geben. Ja. Auch wieder sehr schwangerschaftsfreundlich, würde ich behaupten. Ja, aber ich finde, es ist vergleichsweise gut. Also das macht dir jetzt keinen Schwangerschaftsbauch, oder? Nein, aber ich meine, hier würde was reinpassen. Ach so, ja klar. An sich finde ich es sehr hübsch. Einziger Negativpunkt, man sieht wieder alles durch. Ansonsten, ja gut, ist auch zu lang. Was sagen Sie jetzt? Und zu knösterlich. Guck mal, wie ich eingepackt bin. Aber das steht ja Schuld. Ah! Nee, also, man bekommt mich hier nicht so rein. Eine 2. Okay. Eine 2? Warum denn nicht? Weiß nicht, ich komme mir so. Das ist gemein, das darf ich nicht sagen, aber ich hatte dann einen Gedanken. Da-da-da-da! Oh, das ist aber ein sehr besonderes Brautkleid. Ja, das hat aber zur Kategorie Brautkleid gezählt. Ich finde, es hat auch was Brautkleidmäßiges. Ich gehe mal nach hinten und zeige euch das mal ein bisschen genauer. So sieht das aus. Es ist halt sehr silberglitzerig, hat irgendwie so einen Feen-Touch. Es hat einen V-Ausschnitt und einen Unterrock, der... Hör auf! Jonas macht die ganze Zeit Grimassen. Und einen Unterrock. Ich finde, es würde schon als Brautkleid durchgehen. Jonas, hör auf, ich mein's ernst. Ich finde schon, dass es als Brautkleid durchgehen würde. Ist halt auch das erste Kleid, was mir nicht zu lang ist, was schon mal super ist. Und klar, es ist halt nicht so typisch Brautkleid, aber... Also an sich, es ist ein sehr schönes Kleid. Ich glaube, ein Brautkleid wäre es, wenn wir auf dem Mars oder so heiraten würden. So Alien-Hochzeitsmäßig. Dann würde das wahrscheinlich auch als Brautkleid durchspielen. Also an sich ein sehr schönes Kleid. Das Kleid, dem würde ich fast eine 1 geben. Aber man sieht doch wieder alles durch. Oh, ja, alles rein. Do you see that? Do you see that butt? Vielleicht mal vorne. Da sieht man irgendwie nicht so viel, weil hier vorne mehr Stoff ist. Ja, das kann sein. Aber ja, dann ist es wieder unter. Ich nehme wieder nur eine 2. Würde es denn für dich auch als Brautkleid zählen überhaupt? Von mir aus kannst du auch ein Jogging ganz frei warten. Das ist mir ziemlich egal. Okay. Ich bin am überlegen, ob ich mir das abschneiden soll, also auf die Länge vom Unterrock. Da könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das finden würdet, weil... Also irgendwie hat das Kleid was und es gefällt mir auch. Man hätte es hier um die Taille rum ein bisschen schmäler nähen können, weil da ist wirklich sehr, sehr viel Luft. Aber zum Beispiel mit einem silbernen Taillengürtel zusammen und dann so abgeschnitten und vielleicht noch einem Unterrock darunter. Könnte ich mir vorstellen, das zu tragen. Ich finde halt, dass alle Kleider einen super schwanger aussehen lassen. Also das halt auch, weil es halt... Also schaut euch das mal an. Das pufft halt so krass nach vorne hoch. Das könnte einem auch im 9. Monat noch passen und sehr wunderbar aus. Deswegen, es ist schön, aber ich weiß nicht. Schreibt mal in die Kommentare, abschneiden, ja oder nein. Ich werde das machen, was die Mehrheit von euch sagen wird. Und übrigens, ich habe noch eine sehr coole Neuigkeit, denn aktuell findet eine Verlosung auf meinem Kanal statt. Und zwar bei diesem Video hier. 24 Stunden nur Essen mit dem Anfangsbuchstaben M essen. Denn Leute, wir sind einfach 1,8 Millionen hier auf YouTube geworden, was mega, mega krass ist. Deswegen an dieser Stelle ein ganz fettes Dankeschön. Und deswegen gibt es auch diese Verlosung in diesem Video hier. Und die läuft aktuell noch. Das heißt, wenn ihr das hier seht, könnt ihr da sehr gerne einmal teilnehmen. Ich verlinke euch das Video in der Infobox. Und ich werde euch am Ende des Videos auch nochmal dran erinnern. Das heißt, dann könnt ihr danach da einfach vorbeischauen. Ja, diesmal komme ich nicht hinten aus der Tür raus, sondern stehe schon hier mit dem nächsten Kleid, denn ich habe Jonas Hilfe gebraucht, das hier anzuziehen. Aber wir haben es gemeinsam nicht hinbekommen, denn Achtung, der Reißverschluss funktioniert nicht, der geht nicht zu. Und ich muss sagen, ansonsten wäre das eigentlich ein echt schönes Kleid. Ich komme mal ein bisschen näher. Also es hat schon einige schöne Details, auf jeden Fall. Es ist auch bequem zu tragen. Das ist auch das erste Kleid, das sich wirklich vom Stoff schön auf der Haut anfühlt. Und würde man den Reißverschluss zubekommen, dann, also ich glaube, das sähe mega süß aus. Oder auch allgemein einfach nur so für einen Urlaub. Ich hätte es auf jeden Fall getragen. Ich finde das extrem schön, sah auf dem Online-Bild auch schön aus. Und es fühlt sich auch einfach gut an. Die Länge passt mir sogar. Hier ist noch so ein kleiner Beinschlitz, das finde ich eigentlich auch ganz schön. Das heißt, es ist einfach das Kleid, was mir am besten gefallen hat und am besten sitzen würde, nicht zugeht. Das ist richtig tragisch. Jonas, hör auf! Wenn ihr wüsstet, was der da für Grimassen macht. Gut, jetzt benote bitte. Ja, das ist ein sehr schönes Kleid. Problem ist, man sieht schon wieder deine Unterhose, also deine Badehose durch. Ta-da-da-da! Ja, ansonsten schön, wieder eine 2. Eine 2? Ja. Wer macht die ganze Zeit Screenshots von meinem Butt?
Ich nicht. Sammelsurium aus weißen Badehosen unter Brautkleidern-Bildern. Eine 2. Ja, keine Ahnung. Ist cool, aber ich find's so traurig. Das Kleid hätte mir so gut gefallen, Leute. Nein, eine 3, der Leistung ist okay. Stimmt, eine 3. Mega ärgerlich. Okay, kleines Update aus meinem Zukunfts-Ich. Ich musste mich gerade aus diesem Kleid hier rausschneiden, weil der Reißverschluss sich so verklemmt hatte. Er ging nämlich vorhin ein bisschen hoch. Dann hatte er geklemmt, deswegen haben wir ihn nicht ganz zubekommen. Aber jetzt ging er auch nicht mehr runter und ich kam nicht aus diesem Kleid raus. Deswegen mussten wir es aufschneiden. Ja, wow, cool. Kann ich euch nicht empfehlen. Schreibt mir jetzt mal in die Kommentare, welches Brautkleid fandet ihr am allerschlimmsten von den 5 und welches Brautkleid fandet ihr am schönsten von den 5. Ich glaube, ich fand das oder das vierte Kleid am allerschönsten. Ich glaube, das vierte, wenn ich mich entscheiden muss, einfach weil es halt schon etwas super Besonderes hat, auch wenn es halt nicht aussieht wie das typische Brautkleid. Und ich glaube, am allerhässlichsten fand ich vielleicht das dritte Kleid, also das, was Jonas am besten fand, weil irgendwie das war null mein Stil und ich habe mich super eingeengt gefühlt in dem Kleid. Ja, oder vielleicht auch die 2, weil es einfach mega gejuckt hat und das ist auch nicht gerade angenehm zu tragen. Ihr könnt jetzt sehr gerne auf das i klicken, dort findet ihr einige weitere Videos von mir oder ihr könnt euch auch einfach eins von diesen beiden Videos hier anschauen. Hier sind meine Social Media Seiten, hier könnt ihr mich abonnieren und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!